So, hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Und nachdem mir dieses Lager uns echt die Scheiße weggerobbt hat, kommen wir zu dem Lager hier. Ehrlich? Welches wohl? Was geht denn mit dem los? Warte mal, den Typen hier. Den kriegen wir doch, oder? Komm, den kriegen wir. Hey. Oh, was ist denn mit dir los? Du bist ja einer. Damit ist dieses Lager auch schon finito. Das ist mal angenehm, oder? So, so könnten die Lager häufiger laufen. Hey, es hat ja schon was Geiles, wenn du nicht zu leicht die ganzen Lager durchgehst. Aber gerade eben, das hat ja eigentlich nur noch aufgeregt. Ich wette, ich muss hier gleich Krokodile töten. Blut auf dem Wasser. Omen am Himmel. Wo sind denn die Krokodile? Da sind gar keine Krokodile, es sind Nilpferde. Ja, da sind sie. Und das andere Pärchen. Oh, der Pärchen ist in drei. Da hinten. Mensch, Mensch, geh doch mal auf die Seite. Ja. Ist noch so ein Ritual-Dings, glaube ich. Jemand kam mit einem schweren Karren hierher und nahm denselben Weg zurück. Die zweite Spur ist nicht so tief. Der Sarkophag wurde wohl mit einem Karren transportiert. Er trägt das Zeichen Selkets, der Skorpiongöttin.
Doch wo ist die Leiche? Diese perverse Poesie feiert das Chaos. Sie kehrt alles um, was göttlich und gerecht ist. Okay. Okay. Also muss es dann Gang nach unten geben, irgendwo hier. Dann suchen wir mal. Oder gibt es hier vom Fluss aus was? Ne, der ist nicht tief genug. Das ist da unten, ist es mir klar. Nur wie man da runterkommt, das ist mir nicht klar. Oh, warte mal. Kann ich hier mal hochklettern? Ah, okay, ich muss da hochklettern. Ich habe es geschafft, die Messe mit Wertsachen zu bringen. Alter, Bandit, ich habe mich schon nicht nochmal gehabt. Ich bin schon zweimal unten gewesen, weil die Person Kisse hat. Interessant. Mir los ist. Mag ein Metzger. Metzgersgang sein, aber ich gehe nochmal runter. Ein letztes Mal. Ja, das war dein Tod dementsprechend. Dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Das ist nicht lange her. Der Karren ist vielleicht noch nicht weit. Ich finde sicher noch weitere Spuren. Die Täter dürfen so etwas nicht noch einmal tun. Folgen einfach mal hier diesen Spuren. Da nicht, da nicht. Oh Mann, das ist eine ganze Löwenfamilie. Ja,
Also ich denn da wissen, wo da die Spur lang geht? Spur verliert sich ja hier direkt. Ehrlich. Das muss ich halt anschauen. Verdammte Flammen! Geh aus, verdammt! Feuer gefangen! Ja. Ja. Haben wir gleich zwei von denen den Pelz über die Ohren gezogen. Lol. Man sollte vielleicht nicht das Stroh anzünden, in das man reinspringt. Leute, ich habe ihr was mitgebracht. Guck mal. Da. Na, hör mal auf, so dumm
der Gegend rumzureiten, ey. Ist ja echt nervig. So, jetzt geht's gegen Löwen Nummer. Keine Ahnung wie viel. Was ist? Hey, was? Stopp ihn! Sind auch noch Löwen. Nee, nicht Löwen, nur einer. Puh. Das... Was ist das denn? Die Gegend hier, die will einen halt schon tot sehen, ne? Das merkt man so richtig. Holy moly, ey. Die ganzen Löwen jetzt noch und dann... Boah, ey, das ärgert einen so richtig. Und wieder ein Lager. Gibt's denn hier eigentlich auch noch was anderes als immer nur Lager? Mittleres. Wahrscheinlich. Hallo. Diese Zone ist tabu. Was ist denn? Oh nein, jetzt hast du den genommen. Na, das ging ja wenigstens diesmal ein bisschen besser. Auch wenn ich ganz am Anfang auf den Rebellen gehen wollte. Die müssen sich ja auch irgendwie mal kennzeichnen, echt. Und Schild drauf. Ich bin ein Rebell. Wie soll man das denn sonst wissen? Die Munition ist noch voll. Ah, okay. Das ist noch einer?
hab den echt mit meiner Dingsfähigkeit nicht getroffen, ey. So ein Kack. Ja, sonst noch. Sonst noch irgendwer? Nein? Na, danke. Ah. Können wir ja hier diesen Aussichtspunkt nehmen. Und dann war's das. Nee, ich glaube, das war vorher schon. Aussichtspunkt und die zwei Missionen wird dann beim nächsten Mal sein. Bis dahin, ciao!